Leute, natürlich, natürlich, natürlich. Eins der Videos, die mit am meisten vorgeschlagen wurden heute. Die Roomtour von Monte. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass er sein Haus so schnell zeigt. Ich bin da natürlich auch sehr neugierig. Viele von euch haben auch, oder viele von euch wollen auch wissen, was ich dazu sage. Die Sache ist, erstmal, ich freue mich ultra für Monte, dass er es geschafft hat, vor dieser ganzen Krisensituation das alles so einzutüten und so. Mega. So, ich freue mich mega für Monte. Bei mir ist es so, ich wollte eigentlich dieses Jahr anfangen, mein Haus zu bauen mit Sabine zusammen. Wir verschieben den Hausbau jetzt, weil es ist alles gerade so ein bisschen unsicher wegen Baufirma, dies, das, jenes. Deswegen werden wir den Hausbau verschieben leider und erstmal auf unbestimmte Zeit kein Haus bauen. Moin Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen. Heute gibt es ein neues Video. Das ist so geil. Es ist so geil. Alle YouTuber so nach 2014, 2015. Oh ja, Legria war eine geile Zeit. Legria war eine geile Zeit, aber keine Benutzzeit mehr. Und Monte einfach 2020. Digga, wo ist mein Legria? Da muss ich einfach nur los. Absolute Ehre, Alter. Absolute Ehre. In aller Frische und wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet, werde ich euch heute mein Haus zeigen, beziehungsweise wir sind schon in meinem Haus drin. Ein Video, worauf sich, glaube ich, einige gefreut haben. Also erstmal, was man schon sehen kann, hier so, wahrscheinlich ist es so, wo wir jetzt gerade hergucken, ist wahrscheinlich die Eingangstür und dann geht es direkt in den Flur, vermute ich mal, und Treppe hoch und so. Sieht auf jeden Fall schon mal hochwertig aus, hier mit diesem indirekten Beleuchtung und so. Ich bin gespannt auf seine Wohnung, ehrlich gesagt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die ist. Ich weiß nur, dass er eine Garage hat, wo der Lambo auf jeden Fall drin ist. Das hat er irgendwo schon gespoilert. Aber ich weiß gar nicht, wie groß die Wohnung ist. Ich bin echt gespannt. Ich habe den Kredit bei der Bank aufgenommen und muss das über 10 Jahre abbezahlen, Freunde. Ich danke. Okay. Er hat also einen 10-Jahres-Kredit. Okay. Das ist auch so eine Sache, die ist sehr interessant zu wissen. Man kann ja verschiedene Kreditvariationen, verschiedene Möglichkeiten einschlagen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Monte maximal einen 5-Jahres-Kredit nimmt, weil er gutes Einkommen hat so. Dass er sich für 10 Jahre mit sowas, ich sag mal, an sowas so bindet. Spannend, spannend. Danke euch für den Support. Jahrelang jetzt schon. Ihr habt mir das ja auch ermöglicht, das ist ganz klar. Hinter der Kamera ist Mero mit 5 Euro. Moin Mero, wie geht's dir? Moin, gut. Also verzeiht eventuell die nicht so professionelle Kameraführung, aber das ist, glaube ich, euch auch scheißegal. Oldschool mit der Canon Legria. So soll's sein. Ja, mit der Canon Legria, Alter, wirklich. Es ist halt diese Kamera, Digga, dass man die 2020 noch rausholt, ist einfach eine Ehrenaktion. Ja, das ist hier der Eingangsbereich. Ja, Mero, stell dich mal da, dann können die Leute sehen, das ist hier der Eingangsbereich. Wie ich es mir gedacht habe, man ist der Eingangsbereich, aber ist größer als ich dachte. Also da ist ja noch mal ordentlich Platz. Hier werden auch gestrichen, hier wird auch einiges umgeändert. Hier oben seht ihr, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Einbauarbeiten vom Licht. Das sieht dann so aus. Sieht stark aus. Ey, Digga, wo ist jetzt der Lichtschalter? Aber dann zählt zack. Ah ja, so sieht das Ganze dann aus. Das werde ich gefühlt in jedem Raum im Haus einbauen lassen. Das ist nur hier und im Badezimmer mit LEDs oben drin, damit ich das alles schön farblich verstellen kann. Ihr wisst ja, auch 6 Jahre nach meinem YouTube-Beginn bin ich immer noch LED-Fetischist. Aber wenn es nach mir geht, haben die Weiber Unterwäsche an mit LED-Optik. So ein Ding ist das. Das ist der Eingangsbereich. Ja, was soll ich dazu sagen? Hier habe ich einen Panikknopf beispielsweise, den ich drücken kann. Dann kommt der Sicherheitsdienst. Okay. Das Haus verfügt über ein umfangreiches Sicherheitssystem, was natürlich auch ein, ja, was Nices ist. Gehen wir weiter, das ist hier der Flur, würde ich jetzt mal sagen. Flurdiele, 18 Quadratmeter. Ich weiß nicht, wie man noch hinkommt, ich weiß nicht. Hier oben kommen noch LEDs auch an die Decke. Natürlich kommt ein anderes. Ist schon ein großes Haus, ne? Also es sieht schon, also man hat jetzt schon direkt nach den ersten 2 Blicken, weiß man schon, das wird auf jeden Fall kein kleines Häuschen, ne? Das wird schon ein dickes Häuschen. Ich hatte lange Zeit überlegt, ob ich den Fußboden noch ändern soll, aber ich bin eigentlich mit dem Fußboden zufrieden. Ich mag diese Fliesen. Ich habe natürlich Fußbodenheizung, das ist klar. Und ich werde den Fußboden nicht ändern, auch wenn man den ändern könnte. Aber ich lasse den Fußboden so drin, wie er ist. Fliesen sind das halt und ich mag die eigentlich alle, ehrlich gesagt, relativ gern. Was verändern wird, sind noch die Türen. Die Türen, die jetzt hier drin sind, bin ich nicht so ein Fan von. Das ist mir ein bisschen... Schlechte Tür, altbacken. Ganz miese Nummer. Ja, aber ich muss da auch sagen, ich fühle auch Türen innerhalb des Hauses mit so Fenstern, fühle ich einfach nicht. Da hätte ich aber auch einfach Angst, wenn irgendwo Durchzug im Haus ist und du hast die Terrassentür offen und dann irgendwo oben noch das Dachfenster, dass die Tür so zuknallt vom Wind, dass einfach die Glasscherben überliegen. I don't know, also es fühle ich auch nicht, aber also kann ich verstehen. Das ist mir ein bisschen zu altbackend. Die sind schön, keine Frage, aber sie gefallen mir nicht, deswegen werden die Türen ausgetauscht. Das ist hier das Haupt.
Die Hauptküche, relativ groß, relativ geil, würde ich sagen. Die Marmorplatte werde ich noch verändern lassen. Die ist zwar extrem nice, massiv, aber ich bin da irgendwie so Freund von. Und wenn man einmal etwas macht, dann sollte man schöne große Küche das richtig machen. Deswegen werde ich auch die Platte hier wahrscheinlich noch verändern lassen. Ja, sonst ist es halt die Küche. Was soll ich euch da groß zu sagen? Viele Fächer, wo man was reintun kann. Der Bereich ist natürlich hier. Also ich persönlich bin ein Riesenfan, wenn Küchen noch so eine kleine Kochinsel haben, wisst ihr, was ich meine? Wo man noch so auf diese Kochinsel, so wenn man nicht nur zur Wand gedreht ist und kocht oder arbeitet, sondern auch sozusagen nach zur anderen Seite gedreht und so eine kleine, ja, wisst ihr, ich meine, so eine Kochinsel, ja, wisst ihr, was ich meine? Die Wohnung, die wir jetzt kaufen, hat leider auch keine Kochinsel, ja. Also man kann nicht alles im Leben haben, ja. Wir kaufen jetzt auch eine Wohnung, die keine Kochinsel hat. Es ist eine belastende Situation, ne? Man kann es nicht anders sagen, es ist eine belastende Situation. Irgendwann in meinem Leben, irgendwann will ich meine Kochinsel haben. Irgendwann. Aber nicht, es soll nicht, die nächste Wohnung soll es einfach nicht sein. Also die soll nicht die Wohnung mit Kochinsel sein. Aber ihr werdet es alles sehen, wenn wir da von der Roomtour hochladen. Kühlschrank. So, da stehen schon die Bierchen und Getränke für die Handwerker, die kommen bereit. Ja, und ansonsten irgendwie zum Warmhalten von Essen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, hier Bratofen, normaler Backofen mit Pizzaofen. Keine Ahnung, weiß ich, was damit alles machen soll. Das ist die erste Küche im Haus. Dann haben wir hier, gehen wir weiter, haben wir hier ein Gästezimmer. Oh. Das ist fast identisch mit meinem Schlafzimmer. Und hier werde ich ein Gästezimmer rein. Oh, schön, also entweder Gästezimmer oder Arbeitszimmer oder irgendwas. Also einfach ein Zimmer, was man zur Verfügung hat. Ah, okay, im Erdgeschoss ist alles mit diesen Fliesen drin. Okay. Bett, Fernseher, eventuell noch PC. So, ja, dann gehen wir ins Wohnzimmer. Das ist hier das Wohnzimmer. Ich werde diese Türen hier, die natürlich auch diese Glasoptik haben, ich werde die Türen komplett rausnehmen. Ich finde diesen offenen Bogen geil. Die Türen werde ich einfach rausnehmen, dass wenn man hier reinkommt, diesen offenen Blick hat. Die Türen stellen dann bei eBay rein oder sowas, keine Ahnung. Die Türen stellen bei eBay rein. Digga, da muss ich einfach nur, groß. Ja, und das ist halt hier das Wohnzimmer. Das ist relativ riesig. Ich werde euch natürlich nicht den Außenbereich zeigen, weil man gewisse Sicherheitsvorkehrungen bedenken muss. Ich habe natürlich auch einen schönen Garten, wirklich einen schönen Garten. Den kann das ist sowieso schön. Also das ist ja der große Vorteil an einem Haus im Gegensatz zu einer Wohnung, wenn du einen Garten hast. Also natürlich, es gibt auch Erdgeschosswohnungen und so, aber ein Haus ist natürlich der Garten eine ganz andere Privatsphäre. Wenn du eine Erdgeschosswohnung hast und die Leute über dir gucken halt in den Garten rein und so, ich glaube, das ist auch für Monte eine ganz, ganz gute Sache, dass er da auch einfach mal so ein bisschen in seinen eigenen Bereich trotzdem so ein bisschen einfach abschalten kann im Garten und so. Garten, finde ich, ist immer eine schöne Sache, auch gerade für Kylo und so. Das finde ich gut. Ich wollte nicht zeigen, den wird man einfach mal vielleicht bei Instagram sehen, in meiner Story oder so. Aber ich will jetzt nicht draußen einfach filmen, das ist klar. Ja, hier, was soll ich sagen? Wir sind hier am Überlegen, eventuell hier als Raumteiler ein großes Aquarium reinzustellen. Uff, hier eine schöne Couch, Fernseher, alles. Ich bin ja noch nicht sicher, wie wir es genau machen. Hier kommt dann wahrscheinlich ein Essbereich hin, wenn die Familie mal vorbeikommt zum Essen. Schön großer Tisch. Viele Grünpflanzen will ich haben in meiner Wohnung, mein Haus. Und ja, das ist so der aktuelle Plan. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr kreativ, wenn ich angefangen habe, schon Sachen da reinzustellen. Aber ich bin extremst unkreativ, wenn ich in leeren Räumen bin. Das ist mein großes Problem. Es geht mir genau andersrum. Wenn ich in leeren Räumen bin, habe ich so eine Vorstellung, boah, das kommt dahin und so. Ich habe mir in der Wohnung, die wir uns holen wollen, habe ich mir schon genau überlegt, wie, in welchen Winkel ich den Schreibtisch stelle, weil ich habe überlegt, dass ich eventuell, jetzt aktuell haben wir es ja so, dass wir sozusagen hinter uns noch den Blick haben aufs Meer und sowas und es ist ja auch schön und gut, aber meistens haben wir Vorhang zu, weil die Sonne so reinknallt, jetzt gerade wieder, wenn die Sommerzeit kommt, die Sonne so reinknallt, dass es dann irgendwie, dann ist man dunkel und so. Und deswegen überlege ich, eventuell mit zwei Kameras zu arbeiten. Eine Kamera, die nach vielleicht auf der Terrasse ist oder draußen oder so. Und eine Kamera, halt normal hier diese, aber wir sind gedreht zur Wand. Und dann haben wir an der Wand auch noch irgendwie schön, was weiß ich, Bilder, Regal, dies, das. Und dann haben wir halt sozusagen, sind wir zur Wand gedreht. Und wenn wir mal irgendwie aufstehen und irgendwie Faxen machen wollen, wichtige Ansprache, dann mache ich die andere Kamera an und stehen wir draußen und so.
Mal gucken. Aber ich glaube, ich werd dem, also in der neuen Wohnung werde ich die Kameras zur Wand hin platzieren, weil da hast du einfach bessere Lichtverhältnisse. Gehen wir mal weiter. Hier geht's runter zum Keller. Solche Türen, nur noch mal ganz kurz als kleinen Hinweis, solche Türen hier werden überall dann reinkommen. Ja, ohne Glas, tipptopp. Ich habe euch ja eben die Glastüren gezeigt. Das sind die Türen halt ohne Glas. Und genau diese Türen möchte ich haben und überall anders reintun. Das ist so der aktuelle Plan. Dann gehen wir hier weiter. Noch ein Flur mit einem Gästebadezimmer. Das ist hier das Gästebadezimmer. Hier dürfen dann auch Insko, Holger, René, auch Memo. Hier dürfen die Leute auch scheißen gehen. Da musst du aber wirklich gut überlegen, Monte, ob die da wirklich scheißen gehen dürfen. Das ist die Frage. Also, ist ja trotzdem im selben Haus. Bist du dir sicher? Willst du nicht lieber im Garten irgendwie so einen kleinen Donnerbalken irgendwo anbringen? Da musst du aber nochmal, also da würde ich an deiner Stelle mir nochmal ganz, ganz klare Gedanken machen, ob du da wirklich jemanden reinlassen, scheißen willst. Jeder kacken hin. Auch hier oben haben wir schon die eingearbeitete Beleuchtung. Was ich sehr geil finde. Ja, und ansonsten, ist halt ein Gästebadezimmer relativ groß. Sieht doch Baba aus, oder nicht, ne? Ja, also für ein Gästebadezimmer, was auch immer gut ist, ist ein schönes Fenster, ein großes Fenster im Badezimmer. Wenn deine Gäste geschissen haben, dann kannst du schön die Fenster aufmachen, schön durchlüften. Genau, die Fensterdecke möchte ich wahrscheinlich auch noch tauschen lassen. Diese Granit-Marmor-Optik bin ich nicht so ein Freund von. Die sehen ja irgendwie so büromäßig aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da fühle ich jetzt nicht so krass. Dann haben wir hier noch ein Abstellzimmer, Ankleidezimmer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Whatever, ich denke mal, hier werde ich einfach Jacken und Schuhe hinhauen. Dann kommen wir natürlich zum Herzstück des Hauses. Das wäre die Garage. Bei euch von der anderen Seite zeigen, da gehen wir jetzt mal rein und dann sehen wir uns gleich von der anderen Seite. Ja, dann haben wir hier natürlich das Herzstück oder einer der Herzstücke aus der Wohnung. Sogar eine richtig breite Garage für beide Autos. Da kann man auf jeden Fall was draus machen aus der Garage. Ich weiß nicht, was Monte vorhat mit der Garage, aber so wie ich Monte kenne, bestimmt auch LEDs oder irgendwas Graffiti-mäßiges oder irgendwas, so dass es halt so richtige so GTA-Garagen-Style, so du fährst zu Leicester rein. Meine Garage mit meinem Baby, mit meinem Lamborghini, aka Lamborghini. Hier ist die S-Klasse und ihr wisst, darauf habe ich mich mit am meisten gefreut. Bereich, wo meine Autos stehen, wo sie in Sicherheit stehen. Mein Lambo stand ja die ganze Zeit bei meinen Großeltern, was kein Problem war, aber trotzdem ist das einfach. Darüber freue ich mich wirklich. Kleiner Fun Fact: Ich werde den Boden schwarz machen. Oh, Boden schwarz. Okay, über den Boden habe ich gar nicht nachgedacht. Boden schwarz, kann ich mir gerade schwer vorstellen. Ich werde die Decke schwarz matt lackieren. Oh, Boden schwarz matt, Decke schwarz matt. Okay, das wird so eine richtige pornöse Garage. Ich bin sehr gespannt, wenn die fertig ist. Und der komplette Bereich, die kompletten Wände werden mit Graffitis Das war klar. Verziert. Ja, ich hab's gesagt. Welchen Graffiti-Sprüher kann ich noch nicht sagen? Aber mit Graffiti-Künstlern, die für mich persönlich eine sehr tiefe Bedeutung haben, nämlich weil sie mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend geprägt haben mit ihren Graffitis. Ja, bin ich sehr gespannt. Das geht auch schon relativ zeitnah los mit den Graffitis. Da bin ich echt hyped. Und ich glaube, also ich würde es jetzt mal so sagen. Jeder Mann da draußen träumt von einer Garage, wo er ins Haus reingehen kann. Eine Garage, wo er seine Autos reinstecken kann. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den oberen Bereich. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Du fährst in die Garage rein, stellst das Auto raus, gehst ins Haus rein. Es ist genau das Richtige für Monte. Das ist natürlich, sieht geil aus. Ist auch wirklich von den Decken sehr hoch. Auch hier oben, die Handwerker danken dir schon. Auch hier oben werden LED reinkommen. Vielleicht hier ein großes Gerber-Level-Logo. Mal gucken, weiß nicht ganz genau. Dann haben wir hier, haben wir hier noch einen Raum. Da wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kleiderschrank reinkommen, ein riesiger Kleiderschrank. Hört sich jetzt echt doof an, aber ich wüsste nicht, was ich hier sonst reinmachen soll. Einfach. Was? Das ganze Zimmer wird ein begehbarer Kleiderschrank, weil er einfach nicht weiß, was er damit machen soll. Ja, okay, ich sag mal so, er macht ja nicht, er hat ja auf jeden Fall genug Shopping-Streams gemacht, um das Zimmer voll zu packen. Ich denke, das ist eine sinnvolle Nutzung von diesem Zimmer. Alleine schon, wenn er die ganzen Kartons mit seinen Schuhen und Klamotten da reinstellt, ich denke, da ist das Zimmer gut vollgestellt. Kleiderschrank reinkommen, ein riesiger Kleiderschrank, hört sich jetzt echt doof an, aber ich wüsste nicht, was ich hier sonst reinmachen soll. Einfach einen Raum nur mit meinen Klamotten.
Hier kommen, keine Ahnung, Jogginghosen, T-Shirts, Pullover hin. Hier in der Mitte vielleicht ein Schrank, den ich vom Tischler anfertigen lasse, wo Socken und Boxershorts, whatever drin sind. Ja, das wird hier so sein. Hier haben wir noch eine kleine Nische. Da werde ich dann wahrscheinlich eine kleine Couch oder so reinstellen, wo ich mich dann hinsetzen kann, Socken anziehen kann. Hier draußen habe ich noch eine kleine Terrasse, die ich euch nicht zeigen kann, natürlich, ist klar. Ja, das ist so hier das Anteilzimmer wahrscheinlich dann. Dann haben wir hier das auch Badezimmer. Das hat als allererstes zeige ich die Beleuchtung mit der Badewanne. Moment. Da haben wir schon LEDs eingebaut. Oh, Gönnung. Schön, also schön auf jeden Fall. Das ist Hauptbadezimmer, das ist Master Bathroom. Auch entspannt. Da kann ich dann alleine in Ruhe drinnen reden. Happy. Ja. Und ja, ich mach mal Licht an. Ihr seht, da sind einige Deckenleuchter. Achtung, es wird sehr, sehr hell. Ja, das ist das Hauptbadezimmer. Oh, ich hab's jetzt erst gesehen. Sehr, sehr hell. Schöne ja. Idee. Hier mit so einer kleinen Wand mitten im Raum und dahinter ist eine. Ist es dahinter die Dusche, so eine offene Dusche? Das ist das Hauptbadezimmer. Keine Ahnung. Montags hier Zähne putzen, dienstags da, mittwochs da, da und da. Das ist das Hauptbadezimmer. Was soll ich euch sagen? Hier vorne ist die Scheißecke. Und dann haben wir hier in der Ecke die Dusche, die relativ geräumig ist, wo man ab und an mal Linie machen kann. Ja. Was meint er damit? Meint er Morgengymnastik in der Dusche? Ein bisschen Stretching? Ah, okay. Und ansonsten, da bin ich jetzt noch gerade am Überlegen, da könnt ihr auch mir mal gerne eure Meinung reinschreiben. Und zwar die Fliesen hier. Ihr seht ja die Verzierung hier an den Fliesen. Da bin ich jetzt nicht so... Ja gut, diese Verzierung an den Fliesen, so ein bisschen Geschmackssache, sage ich mal. Ich mag es auch lieber, wenn es clean ist. Ja, also wenn es einfach entweder so schwarz oder Anthrazit oder weiß, aber so Schnickschnack ist auch nicht mein Ding. So ein Freund von. Problem ist, diese Fliesen gibt es nicht mehr 1:1 so. Die sind ein bisschen dünner. Dadurch werden die Fugen anders sein. Und jetzt ist gerade die Überlegung, reiße ich hier komplett im Badezimmer, was eigentlich geil ist, die Fliesen raus? Nee, dann würde ich es lieber drin lassen. Da, also so wichtig ist es nicht. Mach es neu, das kostet vielleicht 10.000. Oder lass es einfach so und denk, guck weg bei den Blumen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Andererseits denke ich mir, einmal richtig machen und dann habe ich alles und gut. Anstatt ja, es ist halt, ja. Ja, er hat schon recht. Eigentlich jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo er alles, was er nicht gefällt, weil er da wirklich so sehr, sehr lange drin leben möchte, ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo er alles, was ihm nicht gefällt, ändern sollte, könnte. Aber 10.000 Euro, damit die Blumenfliesen nicht mehr da sind, puh, heieiei. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich sag so, mich hauen die auch nicht um, die Fliesen, aber sie sind jetzt auch nicht so, dass sie mich abfacken. Dass ich in einem halben Jahr auf einmal sage, die müssen raus, oder lass es einfach so und denke, ich gewöhne mich dran. Man muss ja ehrlich sagen, die sind ja schon sehr, sehr weiblich. Die weiblichen Fliesen, man kennt sie. Das ist auch ein ausschlaggebendes Argument. El Bunny würde hier nicht kacken gehen. Und wenn El Bunny hier nicht kacken gehen würde, dann würde ich hier auch nicht kacken. Kennst du El Bunny nach oben? Ja. Besser Mann, sag ehrlich. Vorbild. Dann haben wir hier oben, ja, ihr guckt richtig, haben wir hier oben auch nochmal. Oh, oben nochmal eine kleine Küche. Das ist eine schöne Sache. Küche, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber... Ja, einfach wenn man wirklich, jetzt sagen wir mal, viele Gäste da hat, ihr habt eine Corona-Party bei euch zu Hause und du möchtest die Gäste unten nicht stören, machst dir oben noch dein schönes Nutella-Brot mit Frischkäse und ein Glas Milch und dann ab ins Bett, ja. Da, so ein Ding ist das. Ja, keine Ahnung, was ich dann hier abends mache. Hier werde ich dann irgendwie, ja, Kühlschrank, alles am Start. Dann werde ich wahrscheinlich hier irgendwie Getränke, ein bisschen Naschi und so, ein, zwei Pizzen reintun. Ist natürlich im Grunde eher, ja, braucht man eigentlich nicht noch eine Küche oben, aber sie war hier und dann ist sie in Ordnung. Habe ich hier halt noch eine Küche. Dann haben wir hier das Hauptschlafzimmer. Hier habe ich kein Licht, das tut mir leid. Dann müsst ihr, sieht man ein bisschen was? Ja, das sieht man. Also das ist das. Okay, das ist das Hauptschlafzimmer. Hauptschlafzimmer. Ich werde hier das Bett hinhauen, puff. Zack, zack. Dann habe ich natürlich eine relativ weite Sicht zum Fernseher. Das heißt, ich muss hier mindestens einen Fernseher hinhängen mit, denke ich mal, 1,80 Diagonale. Ja, entweder so ein riesen Heimkino, ein riesen Fernseher, den größten Fernseher, den er finden kann. Und dann vom Bett aus schön von da hinten gucken. Oder so eine Deckenhalterung und den Fernseher so runterhängen. Also nicht, dass er so über dir hängt. Da hätte ich ein bisschen Schiss, dass er so runterfällt. Aber so, dass er so quasi... Wisst ihr, was ich meine? Wie so eine Tafel in der Schule. Der ist so befestigt und man kann den so...
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Könnte man auch machen. Das muss schon großer Fairer sein, weil ich habe echt beschissene Augen durch das ganze Zocken bekommen. Beim Fußball gucken mit den Jungs, ich sitze 3 Meter vom Fernseher weg. Ey Jungs, wie viel steht's eigentlich, weil ich es nicht mehr sehen kann? Ich bräuchte eigentlich eine Brille. Das ist die Kacke. Ein anderer Teppich kommt hier im gesamten oberen Bereich noch rein. Ah, das ist schon mal gut, dass ein anderer Teppich reinkommt, weil der Teppich... Das ist jetzt auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Ein heller, weißer, flauschiger Teppich. Der Teppich hat natürlich schon Gebrauchsspuren und ich mag den Teppich rein optisch gesehen auch nicht so gerne. Einen neuen Teppich rein. Ich werde mir hier am Himmel einen Sternhimmel reinbasteln lassen. Keine LED-Beleuchtung, sondern komplett Sternhimmel. Wie meint ihr mit Sternhimmel? Keine LED-Beleuchtung, aber ein Sternhimmel? Schlafzimmer. Darauf habe ich richtig Bock. Darauf habe ich richtig. Ach, meint er mit, ach, ich verstehe jetzt. Okay. Mit LED-Beleuchtung meint Monte so bunte Sachen. So bunte LEDs. Aber Sternhimmel sind quasi auch LEDs, aber eben als Sternhimmel. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Keller. Oh. Let's go. Oh. So. Ich dachte, das wäre so ein Abstellraum, so wie Harry Potter unter der Treppe, dass da so jemand unter der Treppe lebt, aber es ist einfach noch ein Keller. Okay, das Haus ist schon nicht gerade klein. Also, das wird schon, also wenn er auch 10 Jahre abbezahlt mit einem Kredit und so, wird das schon ein Sümmchen gekostet haben. Abfahrt. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, der Kellerbereich. Ja, fangen wir hier links an. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Ein relativ großes Badezimmer. Keine Ahnung, was. Ja. Nochmal ein Badezimmer im Keller, okay? Wir haben ein Badezimmer mit viel Platz. Keine Ahnung, was man hier hinhaut. Oder so. Ja, wenn man mal keinen Bock hat, dass Gäste bei dir im Gäste-WC scheißen gehen, dann müssen die in den Keller runter. Ja, hier ist ein Badezimmer im oberen Bereich. Dann haben wir. Zeigen, das ist Abstellgerät, das ist Heizung, Sicherheitssystem, Alarmanlage, Internetanschluss, Spülwaschmaschine, das. Okay, ich kann kurz einmal rein, aber das ist halt hier, ne? Die Zeit. Ja, guck euch doch die Zeit so. Ja, dann haben wir hier eine kleine Seitennische noch, keine Ahnung, da kann man einen Staubsauger reintun, whatever. Dann ist hier noch ein Raum. Da bin ich am Überlegen, ob ich eventuell hier noch eine Küche, ja, die dritte Küche. Hä? Warum jetzt noch eine Küche? Hä? Er war auch in der zweiten Küche schon überfragt, was er damit machen soll. Warum noch eine Küche? Dann einbauen lasse, weil theoretisch gesehen, wenn ich hier einfach mal nicht mehr wohne, weil ich woanders hinziehe, whatever, könnte man diesen unteren Bereich als einzelne Wohnung vermieten. Ah, okay, um es einzeln zu vermieten, okay. Hier ist ein Badezimmer und wir hier eine Küche und da ist die Überlegung, hier eventuell noch eine Küche einzubauen. Das weiß ich aber natürlich noch nicht ganz genau. Dann haben wir hier einen Raum, wo ich auch noch nicht weiß genau, was ich reinmache. Aber schön der Keller. Überall entweder Laminat oder halt Holz. Boden nicht so. Also oben im Erdgeschoss, dass da Fliesen sind, ist okay. Aber im Keller Fliesen, das ist zu. Finde ich, wirkt zu kalt, weil in Kellern sind immer Fliesen oder Steinboden und das wirkt eher wie so ein richtig schöner Wohnkeller. Es wirkt viel wärmer so. Es sind mehrere Überlegungen. Die erste Überlegung ist ein Fitnessstudio hier reinzubauen für mich mit ein paar Geräten. Die andere Überlegung ist, ein kleines Studio hier reinzubauen, wie zum Beispiel von den Jungs von Worldwide Wohnzimmer, die ja auch ein Studio haben, wo man einfach, keine Ahnung, hier so eine Art Stecker-Radbereich reinbaut, wie bei den Kameras, wo man dann ab und an mal im Livestream so Talkshows mit Gästen machen kann. Ich habe auch schon überlegt, hier ein komplettes Tierzimmer reinzubauen, mit Hasen und Kaninchen und Meerschweinchen oder alles. Ich baue Urwald und Schlangen und Leguane. Bitte? Bitte was? Ihr merkt, ich habe viel Platz und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und dann kommen wir jetzt in das Herstück, wo sich wahrscheinlich viele drauf freuen. Und zwar... Das Gamingzimmer? Mein zukünftiges Zockerzimmer. Oh, da bin ich gespannt. Okay, jetzt schon mal im Keller. Okay. Mein Zockerkeller. Das, was ich immer wollte. Ein Zockerkeller. Und das ist auch gleichzeitig mit der größte Raum. Das wäre einmal dieser Bereich hier. Löst bei mir Überforderung aus, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mit dem ganzen Platz machen soll. Aber da habe ich mir ein paar Jungs an die Hand geholt. Messebauer, die zum Beispiel auf der Gamescom und ähnliches große Stände bauen. Und mit denen war ich ein bisschen im Schnacken, wie man das macht, was man hier macht. Ich war auch erst wieder am Überlegen, ob ich die Heizkörper hier raushaue und Fußbodenheizung mache, aber muss der ganze Estrich hochgeholt werden. Das kostet auch wieder 10.000. Und ich glaube, lass die Heizkörper einfach drin. Es gibt auch heutzutage hübsche Heizkörper. Das sind natürlich so klassische Heizkörper, die jetzt rein optisch gesehen
Mal gucken, aber das ist hier die Zukunft. Auf jeden Fall viel Platz. Das wird auf jeden Fall ein dickes Zocker, ein dicker Zockerkeller. Die Zentrale. Hier kommt die Zockerecke auf jeden Fall in den Bereich. Eventuell kommt hier ein riesen Meerwasser-Aquarium hin. Dann kommt auf die Seite, wo Memo ist, eventuell ein Sofa hin. Mit großem Fernseher, wo man mit den Jungs auf Holz ein bisschen M64 Mario Kart zocken kann. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Garten etc. Außenbereich kann ich euch nicht zeigen. Ihr habt gemerkt, alles ist abgedunkelt gewesen, weil es halt leider draußen einige Leute gibt, die die Privatsphäre nicht respektieren. Nichtsdestotrotz habe ich euch das hier auch mit zu verdanken natürlich. Und ich möchte es euch einfach zeigen. Ja, deswegen mache ich dieses Video hier. Kuss geht raus. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke an den professionellen Kameramann Memo. Wer hat heute so gut gefilmt, Digga, wirklich. Marco. In dem Sinne, willst du noch etwas sagen? Nö, ja, alles gut. Nö, alles gut. Memo, Ehrenmann. Auf Instagram. Boah. Memo 21614. Aber bitte nur folgen, wenn ihr weiblich seid. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Kuss geht raus. Wiederschauen und reinhauen. Hey, schöne Roomtour. Die ging 17 Minuten 50, also fast 18 Minuten, und die kam ja so schnell, also die Zeit ging so, weil es hat Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht, zu gucken, was ist in diesem Haus so. Es, keine Ahnung, es hat einfach, es war, obwohl es so einfach gemacht war, einfach mit der Legria und ein bisschen Gelaber, ohne viel hier und da hin und her gekratzt, es war eine interessante Roomtour. Hab mich gut unterhalten, ich habe jetzt eine gute Vorstellung von diesem Haus und es ist gut gemacht. Und ein schönes Haus auf jeden Fall.